Der Academy Talk mit Jens Zimmermann. Herzlich willkommen zum Academy Talk. Heute nicht aus der Wohninvest Academy, sondern aus dem Studio von Rego TV in Stuttgart. Und das hat einen besonderen Grund. Wir zeigen Ihnen heute 60 Minuten The Last Fight. Der letzte große Kampf des dreifachen Weltmeisters und zweifachen Europameisters im Ringen, Frank Stäbler. Er hatte das größte Ringer-Event Deutschlands aller Zeiten versprochen und er hat Wort gehalten. Die deutsche Ringer-Nationalmannschaft traf auf eine Weltauswahl mit hochkarätigen Ringern. Und dazu gab es herausragende Show-Acts und das in der MAP-Arena in Ludwigsburg. Freuen Sie sich nun auf die Spezialausgabe des Academy Talks, The Last Fight von Frank Stäbler. Es ist soweit. Der Abend ist da. Ich habe Gänsehaut. Und du wahrscheinlich auch. Alter Schwede, was ist denn hier los? Unglaublich. Wow, ich wurde gerade überrascht. Ich habe gedacht, ich habe erst später meinen großen Auftritt. Aber es ist schön, euch jetzt alle recht herzlich willkommen zu heißen. Unglaublich. Wow. Schön, dass ihr alle da seid. Frankie, es sind viele, wahrscheinlich eigentlich fast alle Freunde da, viele Wegbegleiter, viele, die es möglich gemacht haben, Partner, Sponsoren, Journalisten, die dich begleitet haben, auch ganz viele Fans heute da und ganz viele Wegbegleiter, international wie national, die nachher hier diese Halle rocken werden und auf dieser Matte performen werden. Wie viel Nerven hat dich gekostet, wie viel Haare hat dich das gekostet, hier alle heute hier in der Halle zu haben? Ja, ich wollte den Irokesen nochmal auspacken, aber die Organisation hat es nicht mehr übrig gelassen. Wir haben wirklich extrem viel Herzblut reingesteckt für diesen Abend. Ich habe es versprochen und gerade eben in diesem Moment habe ich die Bestätigung, es wird zu 100% das geilste Ringer-Event in der Geschichte werden. Und ihr seid alle mit dabei, hier in der MAP-Arena. Frankie, du hast viele Ehrengäste auch eingeladen und wenn Frankie einlädt, dann fängt er mal ganz oben an, auch im internationalen Sport. Und selbstverständlich hat er auch den IOC-Präsidenten Thomas Bach eingeladen. Frankie, Thomas Bach konnte leider aus terminischen Gründen nicht kommen, aber er hat uns eine Videobotschaft geschickt. Thomas Bach, große Ehre, das ist die Videobotschaft. Die Grüße von Thomas Bach an dich. Lieber Frank, wie gerne wäre ich heute Abend dabei gewesen, wenn du deinen letzten Kampf auf der Ringermatte bestreitest. Sehr gerne deshalb, weil du mehr bist als ein äußerst erfolgreicher Ringer. Du bist ein Champ. Du hast viele Höhen und Tiefen durchlebt und immer wieder bist du aufgestanden. Einmal mehr aufgestanden, als du hingefallen bist. Und das ist etwas, was einen wirklichen Champ auszeichnet. Wenn man allein überlegt, was du durchgemacht hast vor deiner glorreichen Bronzemedaille in Tokio. Corona, dann Verletzungen. Danach musstest du 10 Kilogramm Gewicht machen. Das würde mir vielleicht auch ganz gut tun, wenn du mir das Geheimnis einmal verrätst. Und dann konntest du diese Bronzemedaille feiern und deinen Abschied erklären. Bei all diesen Erfolgen bist du dir immer selbst treu geblieben. Du bist nie abgehoben. Du bist deiner Heimat verbunden geblieben, deiner Familie, deinen Freunden.
Und du zeigst jetzt im Augenblick dein ganz großes menschliches Herz einmal mehr, wenn du deinen ukrainischen Kollegen hilfst und sie unterstützt, die diese Hilfe so nötig haben. Das zeichnet dich aus, deine Menschlichkeit, deine Erdverbundenheit und deine Treue zu denen, die auch zu dir stehen. So genieße diesen Abend heute inmitten aller deiner Freunde, deiner Familie und den vielen Fans. Lass dich gebührend feiern und dann lass es richtig krachen. Alles, alles Gute und ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder. Tschüss. Großen Applaus, eine große Ehre. Der IOC-Präsident Thomas Bach. Frankie. Jetzt haben wir für dich hier noch Plätze vorbereitet. Du darfst dich hier noch so ein bisschen unter das Publikum mischen. Bevor du dich vorbereitest, konzentriert vorbereiten auf die große Revanche. Wer ist der beste Ringer in deiner Gewichtsklasse? Es kann nur einen geben. Und wir werden heute erfahren, wer das sein wird. Und da freuen wir uns drauf. Kampf Nummer 9, dann Frankie Stäbler gegen Reza Geray. Das ist der Abschluss für heute Abend. Jetzt geht's gleich los mit der großen Opening Show. Ich darf euch alle bitten, jetzt endgültig die Plätze einzunehmen. Gleich geht's los. Aber davor brauche ich nochmal alle Hände. Von mir der Vorname, von euch der Nachname. Frankie!
Ist es soweit. Wir freuen uns auf den ersten von 9 Kämpfen. Die Creme de la Creme ist da. Die deutsche Ringer-Nationalmannschaft, griechisch-römisch, gegen eine Weltauswahl. Und wir freuen uns auf das erste Duell hier auf der Matte. Und es heißt Rumänien gegen Deutschland. Alin Alexu Tioariu gegen Jelo Kramar. Kilo. Europameister 2020, Bronzemedaillengewinner bei den Europameisterschaften 2019 und 2018. Begrüßen Sie herzlich aus Rumänien, Alin Alexu Tioariu! Bronze 2017, frisch gebackener deutscher Meister 2022, ein Junge aus dem Ländle, hier kommt Jelo Kramar!
ist am Mikrofon bereit und Aline Rotterfocken eilt ihm zur Seite. Meine Damen und Herren, der erste Kampf läuft und natürlich sind auch diese Top-Athleten nervös, wenn es losgeht. Die freuen sich, wenn hier eine Atmosphäre herrscht, wie in jedem Bundesliga- oder WM-Kampf. Feuern Sie die Athleten ruhig an, auch gerade unseren deutschen Athleten. Yellow natürlich nicht alltäglich gegen Weltklasse zu kämpfen in der Heimat. Auf geht's, Ludwigsburg! Die erste Minute ist wie Krieg, hat Yellow Kramer gesagt. In der ersten Minute wird der Gegner gecheckt. Aline auf der Matte und Aline bei mir am Mikro, das passt wunderbar. Aline, aber von solchen Maschinen möchte man nicht wirklich zermalmt werden. Nee, also kann ich nicht empfehlen. Da muss man schon fit sein, um gegen solche Kolosse anzutreten. Der Mattenleiter sei erwähnt, das ist Thomas Knoss. Die erste Zweierwertung, Hintermann für Aline Alexou. Erste Zweierwertung, also 2:0 die Führung für Aline Alexou Chiavio. Und das ist heute einfach für alle deutschen Ringer aus der Nationalmannschaft eine Herkulesaufgabe. Gegen diese Top-Leute, gegen einen Europameister, gegen einen Olympia-Vierten zu bestehen. Ja, Yellow ist ein bisschen zu passiv, deswegen ist der Arm hochgegangen mit dem roten Armband. Ja, Yellow muss in die Bodenlage und muss jetzt im besten Fall verteidigen. So, das ist meine Lieblingsposition, ja, wenn 130 Kilo auf dir liegen und da muss man sich mit Haut und Haaren jetzt wehren. Ja, da wirken riesige Hebelkräfte, also Achtung, jawohl! Bravo, Yellow! Yellow kann sich befreien, steht wieder. Yellow Kramer am Olympiastützpunkt Heidelberg trainierter Spartaner ASV Schorndorf, 26, beide über 1,90 groß. Jetzt muss der Yellow aktiver sein, genau, er braucht euch. Und das hilft natürlich an ihn, ne, wenn die Zuschauer kommen. Das hilft, ja. Das ist eine so brutal anstrengende Sportart, erst recht, wenn man diese Massen bewegen muss. Letzte 10 Sekunden in Runde 1. Zwischenstand 3:0. Aline einmal für Passivität. Genau, und eine Hintermannwertung, die 2 Punkte gibt, plus 1 Punkt für die aktivere Ringweise. Deswegen, jetzt muss der Yellow Gas geben und aufholen. Aline hat in den letzten Jahren ordentlich an Gewicht zugelegt. Vorher in der Gewichtsklasse bis 96 Kilo, jetzt Richtung 130. Aber die Masse ist gut verteilt und nicht so leicht zu bewegen. Ja, wenn das so leicht wäre. Ne? Aber ja, der Yellow macht's gut und bekommt gleich hoffentlich die Oberlage. Weil er aktiv ist, weil er etwas aktiver ist. Genau, weil er aktiver ist. Jetzt wird Blau zum ersten Mal angemahnt. Genau. Also er muss weiter marschieren. Und da ist die Aktivität für Yellow. Auf geht's, das ist die Chance für Yellow. Danke Ludwigsburg für die Unterstützung. Genau das brauchen die Jungs.
wenn er jetzt punktet, dann geht er in Führung. Deswegen, auf geht's, Jero! Natürlich schwierig. Jetzt, wenn alle schwitzen, dann rutscht man auch schneller ab. Das ist klar. Das ist so, ja? Ja, das ist so. Und bei den 130 Kilo Leuten natürlich noch mehr als bei den Leichten. Ja, so wie der da lag, hat sich ja wie so ein Walross da zum Boden gepresst, den zu bewegen. Ist ja für mich unvorstellbar. Aber trotzdem, man sieht, auf welchem Niveau das hier stattfindet. Deswegen, jeder, der nicht trainiert wäre, der würde hier von links nach rechts fliegen. Aber die Jungs kennen halt jeden Griff. Das ist Weltklasse. Also ich habe schon viel ausprobiert, aber nichts ist anstrengender als 6 Minuten Ring. Von daher. Und das sieht man den beiden auch im Gesicht an. Totale Konzentration. Natürlich sind auch diese Leute angespannt. Die haben sich gefreut auf diesen Abend. Und jetzt geht's gleich in die letzte Minute. Jawohl, komm! Bravo, Jello! Kein Punkt, doch einer. Leider keine Wertung. Aber er schafft das noch. Aber er hat Alin zum ersten Mal ins Wanken gebracht. Jetzt war der Jello wieder aktiver und darf wählen, ob er ihn noch mal runterschickt oder oben bleibt. Aber jetzt wählt er die Oberlage oder den Standkampf, um hoffentlich noch 2 Punkte zu machen. Ja. Noch alles drin für Jello, ist auf einem super Weg. Alin Alexiou-Chiario muss richtig dagegen halten, um dem Angriff von Jello Kramer standhalten zu können. Weiter so, und das beflügelt ihn, dass er hier getragen wird vom Publikum. Letzten 5 Sekunden. Bravo, Jello Kramer! Bravo, Alin Alexiou-Chiario! Und das ist zu sehen, wie das an die Substanz geht. Sieg für den Europameister von 2020 aus Rumänien, aber ein Kampf der allen, glaube ich, auch die sich nicht so im Ringen auskennen, gezeigt hat, wie kraftzehrend diese Sportart ist. Großer Applaus für beide. Wir kommen zum nächsten Show-Act. Und dort oben, da hängt ein Tuch. Und dieses Tuch, das kommt jetzt hier nach unten. Er ist heute Morgen extra für The Last Fight aus Dublin hierher eingeflogen und jetzt bereit für eine atemberaubende Show hier am Vertikaltuch. Meine Damen und Herren, er gehört zu den Besten seines Faches weltweit, stammt von der berühmten staatlichen Artistenschule in Berlin. Lassen Sie sich jetzt verzaubern von einem der Größten am Vertikaltuch. Großartigen und lauten Applaus für Moritz Hase! Thank you.
Gemeinsam außergewöhnlich erfolgreich Zukunft gestalten. Wohninvest. Meine Damen und Herren, aus Kuba, Mia! Dreimal Fünfter bei Weltmeisterschaften 19, 18 und 14. Fünfter bei den Olympischen Spielen in Rio 2016. Meine Damen und Herren, riesen Applaus für Deutschland und Eduard Der vorletzte Kampf des Abends und was für eine Ehre, ihn hier zu haben. Ich bewundere den Mut von Eduard Popp, sich diesem Mann zu stellen. Der wiegt 125 Kilo, knapp 130 Eduard Popp, aber sein Gegner heute offiziell gewogen 148 Kilo Kampfgewicht. Das beeindruckt auch Peter Oehler neben mir, der nach wie vor hier ist. Viermal Olympiasieger. Das sind Maschinen. Wahnsinn. Wir haben hier zwar auch zwei Schwergewichtler, die selbst mit sehr viel Gefühl ringen. Beide haben sehr viel Gefühl fürs Ringen, was im Schwergewicht sonst nicht immer der Fall ist. Und deswegen können wir uns hier auf einen trotz Schwergewichtskampf sehr beweglichen Kampf freuen. Von 2008 bis heute Olympiasieger. Das ist unvorstellbar. Eine Legende jetzt schon in Kuba. Aber er, Peter, hat gestern gesagt in der Ansprache, für ihn ist es eine Ehre, hier zu sein. Genau, gestern als wir beim Frankie unsere kleine Pre-Party hatten, hat er auch das Wort ergriffen und gesagt, wie sehr er sich freut, hier zu sein, was für eine Ehre ist für ihn. Mal eben 125 Kilo über die Schulter gewuchtet. Es ist die Urgewalt. Was machst du gegen so einen Athleten wie diesen Koloss da, den er gegen sich hat, an Eduards Stelle? Wahnsinn. Also ich hatte auch schon die Ehre, mit ihm trainieren zu dürfen. Aber er war eigentlich mehr am Lachen, als ich auf ihn losging und hat mich als Moskito bezeichnet. Schon mal gut, wenn ganz kurz ein bisschen Ruhe reinkommt. Aber diese Oberarme, diese Schulterpartie, diese Schenkel zu bewegen, das ist ja eine monströse Aufgabe. Jawohl, aber das geht. Es geht. 2-2. Unser Eddie war nicht umsonst auch zweimal bei den Olympischen Spielen und hat sich auch neulich die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften geholt. Aber den kannst du doch gar nicht bewegen. Da liegen drei Zentner am Boden. Wie willst du den bewegen von links nach rechts? Das ist ja unmenschlich. Aber es steht 2-2. Eduard Popp verkauft hier seine Haut mehr als teuer. Genau das braucht Eduard jetzt. Weiter so. Er bewegt sich natürlich geschmeidiger, hat das Publikum hinter sich. Der Mann von den Red Devils Heilbronn. Sicherlich etwas flinker im Ring. Vielleicht kann er das nutzen, noch konditionell hinten raus. Wenn er das 2-2 jetzt erstmal
in die Pause bringt. Und davon ist er nur noch 4 Sekunden entfernt. Der Countdown läuft, dann steht es hier 2:2 zur Halbzeit. Riesenauftritt von Eduard Popp. Super erste Runde. Also ich glaube, hier wissen ja wirklich unglaublich viele, was es heißt, ein Ringerleben zu führen, das Gewicht immer wieder zu machen. Deswegen klar, dass er heute ein paar Kilo mehr hat. Aber wer das über Jahrzehnte schafft, der Beste der Welt zu sein, da kann man sich gar nicht tief genug vor verneigen. Michan Lopez. So, jetzt hat der Schiedsrichter hier eine Beinarbeit gesehen von Michan Lopez. Deswegen geht es im Stand weiter. Und Peter hat es gesagt, das hilft. Das hilft, den eigenen Namen zu hören. Das hat dir auch geholfen wohl in den letzten Minuten. Definitiv. Die Zuschauer haben mich hier 6 Minuten nach vorne gepeitscht. Und ich glaube, auch Eddie wird es gut tun. Und jetzt ist erstmal wichtig, hier nichts abzugeben. So, jetzt kommt Eduard Popp in den Genuss, dass 148 Kilo auf ihm Platz nehmen. So, und gegen diese Greifarme sich zu verteidigen, das ist die ganz große Ringerkunst. 5-2 Wertung. Der rollt den rum, als wenn ich mit meinem Sohn irgendwie im Bodenkampf bin, ja? Man muss aber zu sagen, dass er jeden der Welt auf diese Weise durchdreht, von dem er, ja, macht er auch einfach unglaublich gut. 7:2, diesen Kampf kommentiert mit uns Peter Oehler. Und gleich ist dann Aline Rotter-Focken, die ja zwischendurch auch noch das Baby versorgen muss, wieder bei uns für das große Finale von Frankie Stäbler. Die letzten 2 Minuten. 7:2, da hat der 4-malige Olympiasieger mal kurz gezeigt. Genau, aber der Eddie ist noch nicht am Ende. Ich denke, da geht noch was. Das können wir noch lauter, das Eddie. In diesen letzten 1:30. Das kann er gut gebrauchen. Und jetzt muss auch der Kubaner schauen, dass er mit seinem Zusatzgewicht über die Runde kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, wie wir vorher schon gesagt haben, 1 Minute kann verdammt lang sein. Und der Eddie ist ja definitiv der dynamischere Typ. Gegen Ende der ersten 3 Minuten super gemacht. Da konnte er vielleicht ein bisschen Profit schlagen, dass Kraft nachlässt. Aber da ist ja auch so schwer ranzukommen. Aber die Schritte werden etwas schwerer, bitte, beim Kubaner. Ja, der Rechter lässt doch langsam ihren Kopf hängen. Und ich denke, für ihn ist es jetzt nur noch, das Ding über die Zeit zu bringen. Aber vielleicht kann der Eddie genau hier nochmal Blut lecken und nochmal in den Endspurt gehen und vielleicht auch nochmal eine Wertung nachlegen. Die letzten 30 Sekunden. Jawohl, das wird ihm gut tun. Peitscht ihn an, ein Riesenkampf von Eduard Popp. Fünf Sekunden noch für Eduard Popp gegen den 4-maligen Olympiasieger, der jetzt diesen Kampf für sich entschieden hat. Danke, dass du hier bist, Michan Lopez. Peter Oehler, herzlichen Dank, dass er hier die Aline am Mikro vertreten hat. Danke, Peter. Und jetzt viel Spaß beim Show-Act und beim Last Fight. Jetzt, ich glaube, auch aus der Entfernung ist es imposant, was du da zu sehen bekommst. Und komm weg. Grüß dich. Was geht ab? Hey!
Sparsam, außergewöhnlich erfolgreich Zukunft gestalten. Wohninvest. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Kampf Nummer 9 in der Kategorie bis 67 Kilogramm. Und spätestens jetzt heißt es, überall, alle raus aus den Sitzen, alle stehen auf, raus aus den Sitzen für unseren Kampf Nummer 9, 67 Kilogramm, Reza Geray gegen Frank Stäbler. Der Moment ist gekommen. Olympia-Bronze 2021, Weltmeister 2018, Weltmeister 2017, Weltmeister 2015, Europameister 2020, Europameister 2012. Von mir der Vorname, von euch der Nachname. Frankie! I'm living in that 21st century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Reza, heute wird die ganze Welt erfahren, wer die wahre Nummer 1 ist. Stäbler einmal noch im Kampfmodus. Und am Mikrofon seine Freundin und die Olympiasiegerin Armin Rotter-Focken. Es ist emotional. Ja, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das jetzt zum letzten Mal sehen werde. Also, und doch bin ich nervös. Super Auftrag von Frank Stäbler. 2 Punkte. Wo nimmt er diese Power her? Ich glaube, er hat noch vor keinem Kampf mehr Fotos gemacht und mehr Autogramme geschrieben als heute. Aber jetzt ist er irgendwie im Kampftunnel. Ich weiß auch nicht, wie er es macht, aber er ist der Beste im Feiern, er ist der Beste in den Fans und da noch auf der Matte. Und er hat die besten Fans, ganz sicher. Vor 28 Jahren hat er begonnen, Frankie Stäbler. Und jetzt ringt er die letzten knapp 5 Minuten seines so erfolgreichen Ringerlebens. Und das gegen den Olympiasieger.
Kann man mal machen. Als Olympiasieger. Ja, seltenes Bild, dass Max Stäbler in der Bodenlage Punkte abgibt. Wenn einer zurückkommen kann, dann Frank Stäbler. Gibt es hier irgendeinen Ringer mit einem größeren Willen als Frankie Stäbler? Frankie, 20 Sekunden. Wirklich alles rein. Das ist ihm absolut anzumerken. Aber der Gegner so geschmeidig, so klug, so überragend. Die ersten 3 Minuten des Last Fight. Frank Stäbler. Aline, was geht noch? Da geht noch was. Unvorstellbar, dass Frank Stäbler seinen letzten Kampf verliert. Deswegen, auch wenn der Gegner ein Olympiasieger ist, ich glaube daran. Wenn wir alle lange aufstehen und unterstützen werden, seine letzten 3 Minuten. So, Frankie. Frankie hat mir eben gesagt, mach ihn, er macht ihn. Das würde ich zu gern sagen. Oder pack ihn vielleicht. Er packt ihn. Frankie Stäbler, vielleicht packt er ihn noch. Den Olympiasieger. In den letzten 3 Minuten Kampf seines Ringerlebens. Mit der vollen Unterstützung aller Musberger, aller Ludwigsburger, aller Ringer. Deutschland. Natürlich auch mega anstrengend, weil so viel Bewegung, so viele Kopfarten und Technikansätze. Ich glaube, danach wird er froh sein, dass er seine Rente antreten darf. Und er ist ja gar nicht mehr so im Training. Er hat nochmal alles gegeben, jetzt heute hier für diesen Last Fight. Aber Mohamed Reza hält dagegen. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir alle mal aufstehen. Nur noch vier Punkte, Frankie. Nur noch 4 Punkte. 2:13. Alles rein, was geht nochmal. Frank Stäbler. Ein letzter Heber. Das ist genial und das war ein Kraftakt sondergleichen. Ludwigsburg verneigt sich vor Frank Stäbler und es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Aber ein schöner letzter Heber war das für uns. Mit dem hat er so viele Kämpfe gewonnen mit seinem Ausheber. Hoffentlich jetzt auch sein letzten hier. Oh, wäre das schön, wenn er das schafft, gegen keinen geringeren als den Mann, der die Nummer 1 ist im Moment, den Olympiasieger. Frank Stäbler ist immer noch in der Lage, diese Leute zu packen. Die letzte Minute aller Zeiten. Die letzte Minute deines Lebens, Frankie, auf der Ringermatte. Die Halle steht. Alle stehen hinter Frankie Stäbler. 30 Sekunden, nicht mehr.
10 gewinnt, fällt den Countdown runter für Frankie Stäbler. Die letzten Sekunden. The Last Fight gewonnen! Alin kann gar nicht sprechen, so gerührt ist sie in den Tränen in den Augen, wie so viele hier in der Halle. Danke. Dass du heute Morgen gesagt, du konntest heute Nacht nicht schlafen, ist der Wunsch jetzt heute in Erfüllung gegangen. So tritt man ab. Mir fehlen immer noch die Worte. So ein Video vor so einem Ende habe ich immer geträumt. Ich habe es mir gewünscht, ich habe mir das vorgestellt. Und jetzt in dem Moment wird es plötzlich Realität. Und es fühlt sich noch so viel besser an, wie ich es mir ausgemalt habe in meinen Träumen. Und da seid auch ihr schuld dran. Deswegen danke, danke, danke für diesen einzigartigen Moment jetzt hier und immer. Ja, ja. Aber lass mich noch kurz was sagen. Solange meine Luft noch reicht. Ich muss mich bei vielen, vielen Menschen bedanken. Ein paar wenige muss ich jetzt hervorheben. Ganz vorneweg mein unglaubliches Management, mit dem ich zusammen dieses einzigartige Event über lange, lange Zeit hochgezogen habe. Vorneweg mein Manager und Freund seit fast 10 Jahren, gefolgt von der Vivi. Vivi haben wir die letzten Wochen uns zur Stressbewältigung versucht. Der Philipp, der Dima, Kolja, Nina, alle wie ihr heißt, Tom, ihr habt einen unglaublichen Job gemacht. Und ich habe euch versprochen, es wird dieser Abend und ich hoffe, ihr seid mit diesem Event zufrieden. Danke an 24 Pesche. Ja, wirklich, euer Herz, mein Freund. Wie kannst du uns sagen? Ich stehe hier nicht alleine. Dieses Event hat diesen einzigartigen Charakter bekommen. Weil, und das weiß ich wirklich von ganzem Herzen zu schätzen, alle, die ich gefragt habe, ohne Wenn und Aber, ja, Frankie, ich bin am Start. Wir haben von 3 Kontinenten, 9 Länder, alle Weltstars zusammen, die heute standen. Mein All-Star-Team, wo es in so einer Art und Weise noch niemals davor in der Ringergeschichte gab. Meine Freunde, meine Bros, die Golden Generation und jeder einzelne Künstler, der heute Abend hier war. Tausend Dank, ihr seid die Besten, Dankeschön. Ein ganz großen Applaus an das National Team. Wirklich. Nothing will keep us together. Und wenn ihr mir jetzt die letzten Worte noch kurz gibt, es gibt noch die allerwichtigsten. Neben meinen Coaches, meinen 4 Coaches, die heute Abend das begleitet haben. Steht natürlich ganz, ganz wichtig da oben in Grün. Meine Familie, Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, alle, die da drüben im Block sind. Und wartet, wartet, da ist noch was. Einen Moment, bitte. Ich habe in meiner ganzen Karriere habe ich oft gehört, Familienplanung, warte mit den Kindern, warte, bis es vorbei ist, dann hast du Zeit dafür. Meine Frau Sandra und ich haben uns ganz bewusst dafür entschieden, nicht zu warten, wie jetzt, bis die Karriere vorbei ist, sondern es parallel zu machen, weil ich wollte immer, dass meine Kinder nicht nur die Geschichten später hören, sondern dass sie Teil der Geschichte sind. Und jetzt die letzten Worte. Meine Alia, meine Mara, I love you. Ich liebe euch alle. Dankeschön. Dankeschön. Alle Kämpfer, bitte. Und da kommen sie alle nochmal, die deutsche Ringer-Nationalmannschaft, die Weltauswahl, unsere großartigen Künstlerinnen und Künstler. MAP Arena, nochmal einen riesen Applaus! Yeah.
Das war die Spezialausgabe des Academy Talks. Diesmal also nicht aus der Wohninvest Academy in Fellbach, sondern aus der MAP Arena in Ludwigsburg von The Last Fight mit Frank Stäbler. Die Karriere ist nun also offiziell beendet und es war uns wirklich eine Herzensangelegenheit, diese großartige Veranstaltung nochmal kompakt für Sie zusammenzufassen. Bis zum nächsten Mal, dann wieder aus der Wohninvest Academy. Bis dahin bleiben Sie gesund. Bis bald. Ciao.